Visa, was war es heute für ein Erlebnis, den KSC heute hier in Bruchsal empfangen zu dürfen? Ja, es war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis für den Verein und für die Umgebung auch, dass man den KSC mal wieder sieht, mit den neuen Trikots auch vor allem. War auf jeden Fall für den Verein eine schöne Aktion. Und wir haben uns gefreut, dass wir gegen den KSC spielen durften und haben da auch ein bisschen was mitgenommen. Sozusagen war für uns halt mal so, dass wir die taktischen Dinge erstmal umsetzen, was der Trainer uns vorgegeben hat. Also wir sind jetzt seit einer Woche im Training und da war es einfach mal die Marschroute, ein bisschen taktisch was umzusetzen und dabei auch Spaß zu haben. Wie ist das Spiel verlaufen? Also ich denke mal, wir haben 2-3 Tore zu viel bekommen. Es wäre uns nicht passiert, wenn wir ein bisschen eingespielter wären. Wir sind eine neue Truppe und ich denke, wenn wir von der Fitness her und von der Kommunikation her ein bisschen eingespielter wären, dann wäre das Spiel nicht so hoch ausgegangen. Aber trotzdem, den Klassenunterschied hat man trotzdem gemerkt. Wäre ja auch schade, wenn es nicht so wäre. Es war ja das erste Spiel für euch unter dem neuen Trainer Hachim Ouaki. Was meinst du, wie hat er sich beim ersten FC Bruchsal eingefunden? Also ich denke mal, er hat sich von vornherein gut eingefunden. Es ist schon ein ganz anderer Typ, der vieles vorhat mit dem Verein. Er sieht das Potenzial, was der Verein hat und das wollen wir auch zusammen umsetzen. Wir haben einen breiten Kader, wir haben viele Neuzugänge und wichtig ist jetzt einfach, die Spieler zu integrieren. Und ich denke, der Trainer hat das auf jeden Fall voll drauf, auch mit dem Taktischen und mit der Disziplin. Da haben wir auf jeden Fall was vor dieses Jahr, dass wir oben mitspielen und auch die taktischen Dinge umsetzen, die wir in den letzten 2-3 Jahren überhaupt nicht umsetzen konnten. Die Neuzugänge hast du angesprochen. Was meinst du, wie konnte man sich verstärken und wie läuft die Saisonvorbereitung? Also die Saisonvorbereitung, wir trainieren jetzt seit Montag, da haben wir 2-3 Einheiten gehabt. Das braucht alles seine Zeit. Wir haben, glaube ich, um die 10 Neuzugänge. Und das war das erste Testspiel, wie gesagt, das braucht alles seine Zeit. Wir haben jetzt noch weitere 8-9 Testspiele und weitere 7 Wochen Vorbereitung. Ich denke mal, bis die Saison losgeht, haben wir alle integriert und haben wir alle uns ein bisschen zusammengefunden. Es war jetzt das erste Testspiel, wie gesagt, da kann man noch nicht so viel erwarten. Du hast ja gesagt, ihr habt euch, oder du denkst, dass die Mannschaft Großes leisten kann in der kommenden Saison. Kannst du da mehr dazu sagen, was ihr euch da vorgenommen habt? Also vorgenommen haben wir uns zuerst mal, dass die Kameradschaft stimmt untereinander. Wie gesagt, wir sind ein breiter Kader, wir haben viel Potenzial, wir haben viele Neuzugänge, die auch wirklich von der Klasse her sehr gut sind. Und wichtig ist jetzt einfach, die taktische Marschroute und alles, was der Trainer sagt, umzusetzen. Wie gesagt, das Potenzial ist da, wir müssen nur eine Mannschaft werden und dann die Spiele gewinnen. Und ich denke mal, für die neue Saison, da werden wir dann oben mitspielen. Isa, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg in der Vorbereitung und dann in der kommenden Saison. Ich bedanke mich auch sehr für das Interview.